Hallo, ich zeige euch heute, wie ihr einen Schlitz in euren Saum einarbeiten könnt, wie zum Beispiel bei unserem T-Shirt Philipp. Als erstes müsst ihr eure Nahtzugaben, also das Stück, wo später der Schlitz hinkommt, bis kurz über die Schlitzhöhe versäubern. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Anschließend versäubert ihr auch nochmal euren Saum. Nun können die Seitennähte geschlossen werden, näht dabei aber nur bis zu eurer Schlitzhöhe. Jetzt könnt ihr eure Nahtzugabe am Schlitz 1 cm nach innen einschlagen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel 1 cm eingeschlagen habt, steppt ihr anschließend bei 0,9 die Nahtzugabe am Schlitz fest. Also immer etwas weniger als eure angeschnittene Nahtzugabe. Ich markiere mir jetzt noch 1 cm unter der Spitze, links und rechts 2 Punkte. Denn später steppe ich nämlich ab den Punkten diagonal einmal zur Schlitzspitze. Ach so, und zum Absteppen wählt am besten eine etwas größere Stichlänge. Ganze sieht dann ungefähr so aus. Ich würde euch das jetzt auch empfehlen, nochmal zu bügeln, bevor ihr weiter näht. Und jetzt könnt ihr die Nahtzugaben
von euren Seitennähten zusammenketteln. Diesen Schritt überspringe ich jetzt auch einmal. Und wenn ihr die zusammengekettelt habt, dann könnt ihr auch schon euer Oberteil säumen. Dafür schlagt ihr den Saum 2,5 cm nach innen ein. Und dann würdet ihr ihn mit der Zwillingsnadel säumen. Ja, und wenn ihr das alles gemacht habt, nochmal alles schön glatt gebügelt habt, dann müsste euer fertiger Schlitz ungefähr so aussehen. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!